Aktuell ist der DAX gar nicht so uninteressant, denn der zeigt sich eigentlich nach bester Manier. Zumindest mal so, wie wir das ganz gerne mal sehen, nämlich mit einer scharfen Abwärtsbewegung. Wir sehen die hier zum Beispiel im Stundenchart, deutliche Abwärtsbewegung. Also das kann man eigentlich gar nicht anders auffassen als eine impulsive Bewegung. Und jetzt hier mit einem Gap, also nach dem Gap geht es hier nach oben, so rum, mit der Gap-Schließung. Manch einer sagt ja, Gaps werden immer geschlossen. In diesem Fall hat das tatsächlich gestimmt. Das passiert natürlich auch häufig. Die Frage ist dann, wie viele Tage, Wochen, Monate soll man darauf warten? Hier hat es ja zum Beispiel auch eine Weile gedauert und noch ist es nicht ganz geschlossen. Wir werden sehen, ob es das noch passiert. Es ist durchaus denkbar, aber man sollte darauf nicht so super viel Wert legen und zu sagen, oh, da ist ein Gap, da gehe ich jetzt in die entsprechende Richtung, damit das Gap geschlossen wird. Das kann ein langes Spiel werden. Aber weg von dieser Gedanken. Ausprägung haben wir hier einen scharfen Rücksetzer und eine Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung ist klar überschneidend, denn wir sehen hier Gegenbewegung in der Aufwärtsbewegung, gar keine Frage. Und die sind, man sieht es, überschneidend, kursüberlappend, wie ich so schön sage. Und dementsprechend ist das Ganze korrektiv, was wir hier sehen. Jetzt haben wir eigentlich fast dadurch eine schöne Situation. Nämlich, wenn das Zwischentief gebrochen wird, im Moment ist das Zwischentief allerdings, hier ist letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen dieses hier. Meine Hoffnung, dass wir nochmal hier einmal dieses Hoch angreifen, zur Not, also in diesem Fall würde ich das tatsächlich sogar auch schon gelten lassen, kann man sagen, eben, wir haben hier ein neues Hoch, tun wir mal so, als ob wir es schon hätten, oder zumindest ein zweites Hoch hier auf quasi gleichem Niveau. Ich glaube, es sind ganz wenige Punkte, die da noch gefehlt haben. Es wäre auch außerhalb dieses Trendkanals. Also, das wäre zumindest meine Überlegung, dass man sagt, hey, nach dieser ersten deutlichen Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, sind wir doch jetzt hier, beziehungsweise gehen wir ruhig von diesem Punkt jetzt mal aus, dann auf dem nächsten Abwärtsschub, wenn der Kurs das hier nach unten durchstößt. Also, ich sehe hier eine ganz gute Chance, dass das hier pa passiert tatsächlich. Machen wir nochmal unsere Quicktests, nämlich wie weit ist es nach oben gegangen? Dann sehen wir noch nicht ganz an die 38er-Marke. Also, wer hardcore-mäßig Regeln fährt beim Traden und sagt, die 38er ist meine Mindestvoraussetzung, dass der Kurs das sehen muss, der muss noch warten, bis wir da drüber gelaufen sind. Wer hardcore-mäßig sagt, ich brauche ein neues Hoch, damit wir dann das als letztes Zwischentief, der muss tatsächlich noch ein bisschen warten. Es sind etwas aufgeweichte Regeln. Wenn man aufgeweicht unterwegs sein will, was sicherlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, okay ist. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten werden schlechter sein, als wenn wir uns an die Regeln halten, aber ich vermute mal nicht so viel schlechter, sodass man sagen kann, ein Versuch wäre es möglicherweise wert. Short unter dieser Stelle beispielsweise für uns wäre unser Target normalerweise hier, das ist 9.800. Damit wären wir auch hier in der Nähe der 50er Marke, beziehungsweise sind ja ein bisschen noch oberhalb, aber zumindest mal in der Nähe mit einer ABC-Bewegung, das wäre schon denkbar. Also so ein Verfahren, so ein Prinzip finde ich eigentlich ganz angebracht und nicht so untypisch. Also wir sehen, wir haben hier eine Möglichkeit, vielleicht werden wir das im Trade des Tages ebenfalls nochmal so ein bisschen hier quantifizieren mit entsprechend unseren Marken, wo jetzt genau Stop und so weiter liegt. Aber als Grobidee kann man das Ganze schon mal so festhalten als einen möglichen Ansatz, um hier eben vorzugehen. Noch schöner ist es allerdings, wenn wir noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Es ändert sich allerdings nichts am Bild. Wir hätten die entsprechende Triggermarke hier ja trotzdem. So, in diesem Sinne wollen wir es mal beim DAX jetzt heute belassen. Mal schauen, ob er da mitspielt, ob der Markt insgesamt da drauf anspringt und dann entsprechend die Marke triggert. Aber ein Ansatz wäre es in diesem Sinne. Für heute erstmal an dieser Stelle alles Gute und liebe Grüße.